Freunde, heute ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Tag. Ich weiß, das sage ich häufiger, aber heute ist wirklich ein richtig besonderer Tag. Ich bin bei Lamborghini im Werk und heute steht alles im Zeichen des V12. Ihr seht es hier schon neben mir, hinter mir. Ich muss mich eigentlich kneifen bei diesem Anblick. Hier rechts, da haben wir den Lamborghini 400 GT, das zweite Modell von Lamborghini, V12 Frontmotor, nur 225 Mal gebaut. Dann hier zu meiner Linken, ich glaube, den kennen fast alle von euch. Der erste echte Supersportwagen, der Lamborghini Miura, 763 Stück gebaut und als SV, so wie dieses Exemplar hier, irgendwo zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro wert. Ich meine auch gar keinen Druck, ne, wenn so ein Auto 2 Millionen Euro wert ist. Und ihr seht es, vielleicht ist es nicht ganz so trocken. Also wir werden es langsam angehen lassen. Aber ich kann euch sagen, ich freue mich unglaublich. Und ja, ich würde sagen, alles für den V12. Los geht's. Für viele ist der Lamborghini Miura ja wirklich eines der schönsten Autos, das je gebaut wurde. Und wenn ich so davor stehe, dann kann ich dem eigentlich nur zustimmen. Das Auto ist über 50 Jahre alt, in den Grundzügen sogar über 60 Jahre alt. Und es verliert nichts von seiner Eleganz, nichts von seiner, ja, von seiner absolut magischen Aura, finde ich. Hier sprechen wir über einen Miura SV, der kam 1971 auf den Markt und das Besondere an dem Auto ist vor allen Dingen der Motor. Wir haben einen quer eingebauten V12, 3,9 Liter, 4 Weber Vergaser und eine Leistung im SV von 385 PS und das wie gesagt 1971. Die Fahrleistung, da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Angaben zu, aber es ist die Rede von bis zu 295 km/h Topspeed. Wie gesagt, vor über 50 Jahren und ich darf dieses Auto heute fahren. Es ist ein komplett restauriertes Fahrzeug von Lamborghini Polo Storico. In diesem Zustand wurde mir gesagt, liegt der Wert irgendwo so zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro. Also ich sag mal so, ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht glauben. Ich sitze in einem Lamborghini Miura SV. Hört euch mal an, wie das klingt. Also wer da kein Grinsen im Gesicht hat, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Unglaubliches Gefühl. Um ehrlich zu sein, sitze ich wirklich überhaupt nicht gut. Ich habe das Lenkrad hier irgendwo zwischen meinen Beinen. Interessiert mich das? Nö. Macht es unglaublichen Spaß? Ja. Gangwechsel, die brauchen Kraft. Aber wie gut sich dieses Auto fährt und auch für heutige Verhältnisse, noch richtig, richtig schnell. 385 PS, V12, der ist da direkt hinter mir, man kann ihn sehen. 3,9 Liter Hubraum und wenn man will, ein Topspeed von 295 km/h. So schnell fahren wir heute aber nicht. Stellt euch mal vor, wie das gewesen sein muss, wenn man 1971 so ein Auto besessen hat. Wie gesagt, das ist heute noch schnell. Aber wie muss es sich damals angefühlt haben, mit so einem Auto unterwegs zu sein? Ich kann mir das kaum vorstellen. Und diese Emotionen in dem Auto, der Geruch, der Sound, das Fahrgefühl, ich bin komplett begeistert. Und kann jetzt irgendwie noch weniger verstehen, wenn man so ein Auto besitzt und es nicht fährt. Jetzt hört noch mal.
unglaubliches Gefühl. Und man merkt richtig, wie leicht dieses Auto ist. Ich habe das genaue Gewicht nicht im Kopf, irgendwo so 1,1 Tonnen würde ich schätzen. Man merkt richtig, wie agil, wie leichtfüßig dieses Auto ist. Im Grenzbereich möchte ich es gar nicht bewegen, aber allein hier diese Erfahrung zu haben in Italien mit einem Miura SV über die Landstraßen zu fahren, kann man sich nicht vorstellen. Ihr seht schon, rausschälen aus dem Miura ist gar nicht so leicht. Liegt daran, dass das Auto nur 1,6 Meter flach ist. Aber ich kann euch sagen, was für ein Erlebnis. Leider ist meine Fahrt mit dem Miura hier zu Ende und diesen Schlüssel, den muss ich zurückgeben. Aber ich kann euch sagen, das Auto, es hat mich wirklich komplett überwältigt. Also wunderschön, da brauchen wir glaube ich nicht drüber sprechen. Aber was mich wirklich überrascht hat, ist, wie gut der Wagen fährt. Klar, wir brauchen nicht drüber reden. Ich sitze da drin, als wäre alles zu spät. Irgendwie das Lenkrad hier so zwischen den Beinen. Aber das ist alles vergessen in dem Moment, wo man einmal auf der Landstraße ein bisschen durchbeschleunigt, spürt, wie kraftvoll dieser Motor ist. 385 PS. Und das, wie gesagt, vor über 50 Jahren. Und dann auch, wie leicht und agil sich dieses Auto fahren lässt. Natürlich gar keine Fahrhilfen, keine Servo, kein ABS, kein ESP. Und trotzdem lässt sich dieses Auto super bewegen. Natürlich waren wir heute nicht am Limit unterwegs, gar keine Frage. Aber um so einen Eindruck zu bekommen, die Emotionen zu spüren, das Auto zu riechen, das Auto zu hören, wirklich ein absoluter Traum. Vielen, vielen Dank an Lambo. Ich bin wirklich komplett geflasht. Das ist, ja, es ist eine Ikone. Und jetzt, nachdem ich gefahren bin, ist es noch mehr eine Ikone für mich. Man sagt ja oft, never meet your heroes. Im Fall des Miura trifft das definitiv nicht zu. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses kurze Video gefallen hat, dass ihr ein paar Eindrücke bekommen habt. Wie gesagt, es ging eher darum, so ein bisschen diese Emotionen zu vermitteln, was dieses Auto heutzutage noch ausmacht. Und ja, ich glaube, ihr merkt es. Mir fehlen teilweise schon die Worte. Es ist wirklich ein Wahnsinnsauto. Und jetzt kann ich auch verstehen, warum das Auto irgendwie 2 Millionen Euro kostet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentiert gerne, wie euch Video und Auto gefallen haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.